Tobias Salzgeber, Dirigent vom Oberwalliser Blasorchester. Wie ist es der Idee gekommen von diesem speziellen Programm? Ja, also eigentlich ist das quasi, habe ich mit Gilles Rocha eigentlich immer schon mal wollen, das UFO-Concerto machen. Und wir haben nachher euch Kontakt, auch der Daniel Schmidt hat den Kontakt zum Johann de May gehabt. Es war ein grosser Traum, die dritte Sinfonie hier im Oberwallis einmal aufzuführen. Und so haben sich dann quasi so zwei Ideen, haben wir gedacht, ja, das Orchester, das Oberwalliser Blasorchester, eigentlich sehr geeignet dafür. So haben sich die zwei Ideen quasi getroffen und es hat sich dann quasi in einem Projekt wie vereinigt. Ja. Ihr redet vom UFO-Concerto geredet. Was ist das genau? Das UFO-Concerto, das ist ein Konzert für Euphonium und Blasorchester. Und also das UFO-Concerto, das ist eigentlich quasi wie ein Wortspiel. Also auf Englisch heisst es ja Euphonium. Und es ist dann quasi wie ein Wortspiel. Also der Johann hat euch schon andere Konzerte also mit Witz geschrieben. Zum Beispiel für Posaune, das T-Bone-Concerto für Posaune. Also Bones ist ja Knochen und T-Bone, ja, also so fast so wie das Fleisch und so. Also mit sehr viel Witz und so. Zu dem gehören natürlich auch ganz viele Personen, die aber im Orchester mitspielen und so weiter und so fort. Wollt ihr das mit der Probe organisieren? Also ich werde mich jetzt so für das UFO-Concerto im Sommer oder mal mit dem Gilles treffen. Wo wir einfach so ein bisschen miteinander abmachen, wie er die Interpretation sieht, wie ich sehe, dass man sich da so ein bisschen näher kommt. Und ich habe auch noch gerade mit Johann über das Stück geredet, wie er das sieht. So gibt es so verschiedene Meinungen und am Schluss wird das so ein Ganzes geben. Und im Augsten werden wir die Probe haben im Orchester und das wird eigentlich sicher zusammenpassen. Und was meint ihr mit was für einem Gefühl werdet ihr am Vortag vor dem grossen Konzert oben schlafen? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Sicher wird die Vorfreude da sein. Das ist immer so, wenn man so einen fantastischen Solist hat, ein fantastisches Orchester hat. Da wird die Vorfreude wahrscheinlich riesengroß sein. Aber genau wie das jetzt wird sein, kann ich auch nicht sagen. Das ist jedes Mal ein bisschen wieder verschieden. Ja.